Ja, herzlich willkommen zum Modul 2 im Rahmen des MOOCs Das Internet in meinem Unterricht aber sicher. Das Thema jetzt und heute ist das eigene Verhalten als Lehrperson rund um Computer und Internet. Und hier starten wir gleich mit einem der wichtigsten Themen. Ja, das Thema Passwörter. Mein Passwort mache ich mit einem Satz und hüte es wie einen Schatz. Trifft es eigentlich schon auf den Punkt, dass man sich ein gutes Passwort macht, vielleicht aus einem langen Satz, dass man auf jeden Fall Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, Sonderzeichen am besten und Zahlen hat, wenn man die Möglichkeit hat. Aber vor allen Dingen hüten wie einen Schatz, also nicht mit anderen Leuten teilen. Deshalb habt ihr auch vor Jahren dieses schöne Bild der Zahnbürste genutzt, um Passwortsicherheit hier unter die Kinder zu bringen. Haben wir alle nachgemacht. Genau, ganz wichtig. Und unbedingt bitte auch Passwörter benutzen, so wie die Zahnbürste auch, ne? Ja, Passwörter sind also ein Teil, digitale Geräte zu schützen. Aber das ist es natürlich nicht nur. Es geht auch darum, wie binde ich die Geräte ins Internet ein? Was muss ich eigentlich beim WLAN achten? Ja, wichtig ist, dass man halt ein verschlüsseltes WLAN wählt, dass man nach Möglichkeit auch eine Firewall benutzt. Und dass man auch darauf achtet, dass man regelmäßig Backups von seinen wichtigen Daten anlegt. Dass man nicht aus Versehen einen Verschlüsselungstrojaner auf dem Gerät hat, weil man auf den Anhang einer E-Mail klickt und dort verbirgt sich dann so ein böses Programm. Also Backups sind schon sehr, sehr wichtig. Und was gerade bei diesen Verschlüsselungstrojanern auch wichtig ist, auf externe Geräte, die man auch zwischendurch absteckt, damit er sich dort nicht einnisten kann. Oh ja, allerdings. Ja. Auch die Software immer auf den aktuellen Stand zu bringen, ist sehr wichtig. Bei Handys auch, oder? Oh ja, auch bei Handys sollte man regelmäßig Updates betreiben, sowohl für die Apps, aber natürlich auch für das Betriebssystem. Ja, E-Mail-Adressen, ein nächstes Thema. E-Mails ist eines der wichtigsten Kommunikationsmedien von Lehrenden und für Lehrende. Hier ist es wichtig, mehrere E-Mail-Adressen zu haben. Eine, die man wirklich häufig und viel verwendet, auch zur laufenden Kommunikation, wo man auch alte Mails löscht, damit der Platz ausreicht, damit man auch E-Mails zugestellt bekommen kann, die man aber durchaus nicht weitergibt, dann, wenn man glaubt, dass man hier Spam bekommen kann. Spamfilter allerdings bei den E-Mail-Programmen bitte regelmäßig checken, weil dort verbergen sich auch manchmal Nachrichten, auf die man schon lange und dringend gewartet hat und auf die man reagieren sollte. E-Mails sind in der Regel bei uns heute noch nicht verschlüsselt. Ja, es gibt Anbieter, die verschlüsseln, andere verschlüsseln nicht. Da ist es halt auch wichtig zu wissen, welche Art Anbieter man hat. Man kann grundsätzlich natürlich auch sensible Daten selber verschlüsseln und dann verschicken. Aber grundsätzlich gilt, bei E-Mail sollte man daran denken, dass das nicht ganz sicher ist von alleine. Also keine Schülerlisten einfach in die Gegend schicken. Auch Betreffs gut wählen, damit die anderen wissen, um was es geht und sich auch genau überlegen, an wen ich etwas schicke, zum Beispiel in Kopie, muss ich wirklich alle damit bedienen und Blind Copy wählen, wenn es darum geht, dass nicht alle die E-Mail-Adressen sehen sollen. Lehrende kommen im Internet vor, das digitale Ich spielt hier eine Rolle, allerdings nicht immer nur, weil sie selbst gestalten. Ja, das ist so diese Sache. Also oft sind Lehrer ja auch als Privatpersonen im Internet unterwegs und grundsätzlich gilt auch hier, wenn man da in sozialen Netzwerken aktiv ist, Privatsphäre gibt es in dem Sinne nie im Netz. Das heißt, selbst wenn ich auf einer Plattform bin und sollte ich immer vorher überlegen, was möchte ich da teilen? Welche Inhalte gehören in diese digitale Welt und welche nicht? Und wenn man dann die Möglichkeit hat, sollte man natürlich auch Privatsphäreneinstellungen nutzen, wenn sie vorhanden sind, um die Reichweite der eigenen Beiträge und Inhalte auch einzuschränken. Ja. Und um zu sehen, was über mich vorkommt, dazu kann ich mich googeln. Oh ja. Ja, wenn Lehrende Apps und Programme für den Unterricht auswählen, da gibt es natürlich auch einiges zu beachten. Was sind denn so wichtige Aspekte bei den Apps? Also ganz wichtig ist, auf die Berechtigung zu schauen einer App. Ein gutes Beispiel ist, wenn ich mir eine App runterlade, eine Taschenlampen-App, und diese fordert eine Berechtigung ein, auf die Kamera zuzugreifen, auf das Mikrofon, auf die persönlichen Kontaktdaten und so weiter. Ist das sinnvoll für das, was die App leistet, oder ist das vielleicht etwas, was nicht sinnvoll ist? Ein Trojaner oder ein Virus macht manchmal auch nichts anderes. Also die App-Berechtigung wirklich zu überprüfen, ist sehr wichtig.
Ich kann das natürlich als ein Kriterium hernehmen und ein anderes sind aber natürlich didaktische Begründungen, warum ich eine App, ein Programm für den Unterricht auswähle. Ich muss mir das also auch aus pädagogischen Gesichtspunkten überlegen und auch schauen, welche Unterrichtsgegenstände in Unterrichtsfächer ich die einbeziehe. Eine Möglichkeit ist hier, Fachkollegen und Kolleginnen einfach zu befragen. Wenn das Geräte der Kinder sind, der Schüler und Schülerinnen, bitte hier immer auch Eltern informieren und durchaus auch hier das Einverständnis einholen, dass die Kinder diese Apps auch auf ihren eigenen Geräten installieren dürfen. Im Zuge dessen kann man ja auch besprechen, was sozusagen welche Sicherheitseinstellungen in den verschiedenen Programmen, sozialen Netzwerken etc. sinnvoll sind. Ja, und da du das auch gerade sagst, die digitale Identität, die digitale Reputation ist natürlich vor allen Dingen auch für die Schüler wichtig. Das heißt, wenn die sehen, ich bin selber auch vorbildhaft in sozialen Netzwerken unterwegs, ist das wichtig, aber auch mit den Schülern selber aktiv die eigene digitale Reputation zu checken. Das heißt, im Hinblick auf die Bewerbung zum Beispiel, die bei vielen Schülern irgendwann ansteht, wie sieht das aus, welche Fotos sind im Internet verbreitet, wie sieht es da aus in sozialen Netzwerken, dass man da auch als Lehrkraft darauf hinweist und mit den Schülern sich das anschaut. Das kann ich also durchaus auch, wenn ich selbst nicht in den sozialen Netzwerken aktiv bin. Ich kann ja mir da auch viel von den Schülern und Schülerinnen zeigen lassen, auch mit ihnen hier ein Stück mitwachsen. Letztendlich muss man es immer wieder machen, weil die sozialen Netzwerke sich ändern im Laufe der Zeit, auch die Inhalte sich ändern. Alte Inhalte löschen ist etwas, was immer gut geht und was jede Lehrkraft immer wieder mal machen kann.